Die Aktienmärkte steigen, Bitcoin steigt, die Zinsen, die Kapitalmarktzinsen steigen und die Donald Trump Social Media Aktie steigt. Also die Botschaft der Märkte ist heute relativ klar und sie lautet, Trump wird diese Wahl gewinnen. Aber natürlich können sich die Märkte irren. Vielleicht sind die da falsch positioniert, denn diese Wahl, die ist wirklich sehr, sehr knapp. Im Grunde sind die USA strukturell zweigeteilt. Seit 2016 spätestens sind diese Wahlen extrem knapp. Und daran wird sich diesmal auch nichts ändern. Es sind wohl wenige tausend Stimmen wieder einmal, wie schon 2016 und 2020 bei den US-Wahlen, die darüber entscheiden werden, wer jetzt wirklich nächster Präsident oder nächste Präsidentin wird. Und wir wollen uns das Ganze mal anschauen, ein ultimativer Leitfaden von mir gewisserweise, wie die Dinge hier zu beurteilen sind. Schauen wir uns mal an, was die Märkte annehmen. Ob das dann so stimmt, ist natürlich eine andere Frage, aber die sagen sich, wenn Trump gewinnt, dann geht nach oben SPX, also der S&P 500, ergo die Aktienmärkte. Gold wird nach oben gehen, Rohstoffe werden nach oben gehen und die Kapitalmarktzinsen, ergo der Renditen, werden steigen. Dazu Bitcoin steigen und der Dollar steigen. Und genau das Gegenteil dürfte, so erwarten die Märkte, passieren, wenn Kamala Harris gewinnt. S&P runter, Gold runter, Rohstoffe runter, Renditen runter, Bitcoin runter und Dollar runter. Und diese Korrelation mit dem Dollar sehen wir hier rechts nochmal in diesem Chart. Steigen die Wetten auf Trump, dann steigt der Dollar und umgekehrt. Also das ist das, was die Märkte annehmen. Wie gesagt, ob das dann auch so passiert, steht erstmal auf dem anderen Blatt, aber das ist sozusagen die Erwartung der Märkte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was heute der Fall ist. Würde man jetzt komplett auf Harris wetten, müsste man also annehmen, dass Aktien fallen, Gold dann fällt, Rohstoffe fallen, Bitcoin fällt und so weiter und so fort. Das aber ist mitnichten der Fall. Vielmehr steigen die Renditen wieder, jetzt auf 4,36%, die 10-jährige. Wir sehen Bitcoin steigend. Wir sehen den Dollar leicht korrigierend. Eigentlich keine klare Aussage vom Dollar. Wir sehen aber zum Beispiel den VIX, also die Vola, deutlich nach unten gehend mit 7,6%. Wir sehen Gold mehr oder weniger unverändert, aber wir sehen Rohstoffe knapp 1% im Minus hier. Dieser Chart, den Sie auf der rechten Seite sehen, meine Damen und Herren, das ist der Rohstoffindex. Die würden profitieren, weil man sich sagt, naja, Sedanl, der würde ja dann versuchen, mehr Produktion in der USA zu holen. Dadurch würden neue Jobs entstehen, dadurch auch mehr Rohstoffe gebraucht, etc., etc. Ob all das so eintrifft, steht natürlich auch auf einem Blatt, anderen Blatt. Aber hier sehen wir diese Trump Media Stock Jumps on Election Day, wie es hier heißt. Die Aktie war ja zunächst mal massiv gestiegen, fast den ganzen Oktober, dann runtergekommen zu Anfang November. Und jetzt sehen wir heute wieder einen deutlichen Anstieg bei Trump Social Media oder Truth Social oder wie auch immer dies genannt wird. Man kann davon ausgehen, dass die Aktie gefallen wäre, wenn sich jetzt die Märkte sicher wären, dass Donald Trump diese Wahl verliert. Und wir sehen eben auch an den Aktienmärkten, wenn wir gesagt haben, Aktien nach oben, wenn Trump gewinnt, Aktien nach unten, wenn Kamala gewinnt, dann sehen wir S&P 500 1% nach oben, Nasdaq über 1%, Russell 1% und die Bewegung, die morgen erwartet, es ist 2,15%. Nochmal als Obendraufgabe in gewisser Weise. Und dann haben wir ja am Donnerstag noch die gute alte Fed. Dazu mehr im zweiten Teil. Da tut sie nämlich auch Interessantes. Jedenfalls sagen also die Aktienmärkte, okay, wir gehen davon aus, dass Sedanl diese Wahl gewinnen wird. Das sehen wir übrigens auch, wenn wir uns mal die großen Tech-Aktien anschauen. Tesla mit über 4% im Plus. Und man kann erwarten, dass Tesla heute nicht im Plus wäre, wenn man sich sagen würde, Kamala Harris gewinnt die Wahl. Das wäre für Elon Musk natürlich nicht so richtig tolle, denn er ist ja voll im Camp Trump und würde dann wahrscheinlich schwerere Zeiten haben, als wenn er praktisch in der Trump-Regierung dann mit dabei ist, als jemand, der vielleicht für Budgetfragen dann zuständig ist. Also wie kann man den Haushalt des Apparats ein bisschen kleiner machen? Wenn wir rechts nochmal gucken, sehen wir, ja, das ist durchaus normal, dass am Tag der US-Wahl die Märkte steigen, durchschnittlich um 0,52%, Median um 0,9%, in 81,8% der Fälle
Diesmal, also der heutige Tag scheint zu diesen 81,8% der Fälle dazu zu gehören. Dann haben wir noch, was so ein bisschen unten runtergefallen ist, hier Verteidigungsrüstungsaktien. Ich habe hier mal den iShares US Aerospace and Defense ETF rausgesucht und wir sehen leicht im Plus, jetzt nicht so dolle mit 0,34%, aber wir sehen auch hier, das ist gestiegen bis fast Ende Oktober, dann aber eine ziemlich scharfe Korrektur. Also, was wird da jetzt passieren? Man kann davon ausgehen, dass für diese Titel es besser wäre, wenn Seth Donald gewinnen würde, als wenn Kamala Harris gewinnen würde. Und jetzt müssen wir die ganze Geschichte nochmal differenzieren. Wie wird denn dieser Sieg ausfallen? Denn es geht ja nicht nur um die Präsidentschaft hier, sondern es geht auch um den Senat und es geht um das Abgeordnetenhaus. Und jetzt ist eines praktisch sicher, der Senat dürfte an die Republikaner fallen. Warum? Weil nur 34 Sitze überhaupt jetzt neu vergeben werden bei dieser Wahl und davon 23 die Demokraten derzeit innehaben, 11 nur die Republikaner. Also die Demokraten haben viel mehr zu verlieren. Die Mehrheitsverhältnisse sind extrem knapp. 51 Sitze Demokraten, 49 von den Republikanern, genauer gesagt eigentlich nur 47 Demokraten, 4 Unabhängige, so wie etwa der linke Bernie Sanders, der hier immer mit den Demokraten stimmt. Also diese 4 Unabhängigen stimmen mit den Demokraten, sind aber nicht bei den Demokraten, Schwamm drüber. Jedenfalls sehr, sehr knapp, aber dadurch, dass die Demokraten mehr zu verlieren haben, jetzt aufgrund der 34 Sitze, die jetzt hier neu verteilt werden und in manchen Bundesstaaten die Sache ziemlich klar in Richtung Republikaner läuft, ist das schon mal sicher. Das heißt, wenn jetzt Kamala Harris gewinnen würde, dann hätte sie schon mal ziemlich sicher eine Kammer gegen sich oder hätte in einer Kammer, nämlich im Senat, eine republikanische Mehrheit. Dann eben auch die Frage, die gleich kommt, was passiert mit dem Abgeordnetenhaus? Jedenfalls, Goldman Sachs sagt, also Trump Sweep, alles an Trump, an die Republikaner, dann 3% der S&P 500, Trump Divided Government, Senat republikanisch wahrscheinlich, Abgeordnetenhaus demokratisch, S&P nur 1,5%, Harris Sweep, sehr unwahrscheinlich, aber S&P minus 3%, Harris und Divided Government minus 1,5%. Also auch die Goldmänner sagen, die Harris, gell, die wäre jetzt nicht gut für die Märkte, obwohl sie ja sonst gut ist, gell? Also die ist schwarz, die ist Frau und die ist gut. Nein, und sie ist nicht Trump. Das ist eine Dreifachqualifikation für das wichtigste Amt. Ne? Also wäre ich jetzt schwarz und weiblich und nicht Trump, dann könnten sie mir auch gleich wählen, gell? Das wäre, also sagen wir mal, jetzt intellektuell dann jetzt nicht den Abstieg vielleicht, würde ich jetzt einmal vermuten, gell? Aber ne, ich habe nichts gesagt. Aber jedenfalls, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Abgeordnetenhaus und da könnte das so unfassbar knapp werden. Hier sagt man seitens der Pollsters, also der Institute, also 218 Sitze ziemlich safe bei den Demokraten, 217 ziemlich safe bei den Republikanern. Also wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das wird eine ganz, ganz enge Geschichte. Dementsprechend muss man das eben mitbedenken, was jetzt, wie diese ganze Geschichte ausfällt. Also nicht nur Präsidentschaft, sondern was passiert vor allem im Abgeordnetenhaus, nachdem im Senat die Dinge wohl relativ eindeutig in Richtung Mehrheit für die Republikaner zulaufen. Und dann haben wir ja noch diese Geschichte in diesen Swing States. Und hier sind mal die Wahlergebnisse, wie viele tausend Stimmen jeweils den Ausschlag gegeben haben. Und wir sehen, das sind in der Summe so 40.000, 50.000 Stimmen, die letztendlich die Wahl entschieden haben, 2016 wie auch 2020. Nochmal ein Beleg dafür, dass die USA eben strukturell gespalten sind in Leuten, die eher den Republikanern zuneigen und Leute, die eher den Demokraten zuneigen. Dementsprechend ist Demografie natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Wir wissen, dass die Schwarzen tendenziell mehr Demokraten wählen und wir wussten, dass die Hispanics auch tendenziell mehr Demokraten wählen, aber das verändert sich gerade. Hier sehen wir bei den Hispanics und auch bei jungen schwarzen Männern eine Bewegung hin zu den Republikanern. Und diese Hispanics, die sind immer wichtiger geworden und werden immer wichtiger. Die sind jetzt derzeit 19% der Wahlbevölkerung. Die waren 1965 nur 4%, die Schwarzen 12%. Also die Hispanics werden wahrscheinlich letztendlich diese Wahl entscheiden, indem sie entweder für Trump oder dann doch für Harris stimmen. Das ist alles zu beachten. Und schauen wir uns hier mal
die Final Presidential Election Forecasts an von verschiedenen Instituten, dann sehen wir einige, die meisten haben Harris sogar vorne, aber manche eben sehr knapp. Einige haben Trump weit vorne oder haben Trump vorne. Und hier rechts sehen wir mal, wann ist das Wahlergebnis ausgerufen worden oder bestätigt worden oder als jetzt entschieden ausgerufen worden. Dann sehen wir, dass wir bei der Wahl 2020 erst 4 Tage nach der Wahl die offizielle Bestätigung hatten, Joe Biden hat gewonnen, gell, für den Donald hat der Joe sowieso gar nicht gewonnen, gell, also auch jetzt 4 Jahre später nicht, ne? Und der Donald hat damals einen Tag nach der Wahl das Ganze zugesprochen bekommen, während Barack Obama in seinen 2 Amtszeiten direkt noch am Wahltag praktisch schon als Sieger ausgerufen wurde, dadurch, dass die Dinge so knapp sind und wir eben strukturell dieses Patt haben eigentlich zwischen Demokraten und Republikanern, dann ist das eher unwahrscheinlich. Jetzt gibt es andere, die wo sagen, praktisch der Klinsmannsche Relativsatz, die sagen, passt es einmal auf, wir sagen, die Republikaner gewinnen ganz deutlich. Denn die Democrats, so sagt es hier einer der Pollsters, die sind 1,7 Millionen Stimmen oder haben die weniger in den Early Votes, also in den frühen Wahlabgaben, in den Battleground States, in Urban Areas, also in den Städten. Und wir haben auch weniger Frauen, die gewählt haben. Wir haben dagegen mehr ländliche Wähler, die gewählt haben, die tendenziell ja gerade in solchen Swing States wie Pennsylvania Trump zuneigen, während die Städter ja Harris zuneigen. Und dann sagt er einen sehr wichtigen Satz: Democrats have to win their races early. Republicans generally win them on election day. Also Demokraten müssen im Grunde bei diesen Early Votes so weit vorne liegen, dass die Republicaners das Ganze gar nicht mehr aufholen können. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann haben die Republicaner eine sehr gute Chance. Und er sagt, the margins don't add up right now for the Democrats in any of these battleground states. Also in allen Staaten, so sagt er das, die Swing States sind, wird die ganze Geschichte schwierig. Und das wird bestätigt durch RCP. Das ist auch so eine Zusammenfassung von Pollsters, die das mal vergleicht am heutigen Tag. Also jetzt am Wahltag respektive der gestrige Tag ist hier erfasst, also der Montag. Und da sehen wir Wisconsin ganz, ganz knapp, Pennsylvania knapp, Ohio sicher, ziemlich sicher Trump, Michigan knapp, Arizona sehr wahrscheinlich Trump, Nevada auch sehr wahrscheinlich Trump, ebenso North Carolina und Georgia und ziemlich sicher Florida. Das dürfte also Agmate Wiesen sein, Florida, für Seth Donald und andere wiederum jetzt EC Prediction Model, die haben mal durchgespielt, verschiedene Szenarien und kommen in 56 von 100 Fällen auf einen Sieg von Kamala Harris, in 43 Fällen auf einen Sieg von Seth Donald, und das bringt vielleicht die Dinge gar nicht so schlecht auf den Punkt. Nate Silver zum Beispiel sagt, ja, also wir sehen die Wahrscheinlichkeit praktisch bei 50-50, in tickenden Hauch, praktisch kaum messbar, etwas mehr für Harris. Eins ist klar, das sogenannte Popular Vote, also die Gesamtheit der Stimmen, das wird an Harris fallen, weil natürlich Kalifornien und so weiter ziemlich safe eben oder immer safe ist für die Demokraten, während Texas dann eben bei den Republikanern ist. Florida wird diesmal bei den Republikanern sein. Das sind die 3 großen Bundesstaaten, die eben hier die meisten Wahlmänner auch stellen. Und das wird auch sehr wichtig. Ja, wann wissen wir dann Bescheid überhaupt? Und hier sehen wir, es fängt also in Indiana und Kentucky, schließen die Wahllokale dann schon Mitternacht deutscher Zeit, 23 Uhr GMT, dann geht es weiter, Florida, Indiana, also praktisch wälzt sich das von Ost nach West. Der Osten hat ja nur 6 Stunden Zeitverschiebung, der Westen, ganz im Westen sind es 9 Stunden, sodass wir dann die letzten Wahlbüros schließen sehen um 7 Uhr in Alaska und Hawaii. Also da ist eine gewisse Unsicherheit wahrscheinlich morgen auch noch, wenn sie aufwachen dabei, weil überhaupt die Wahllokale nicht geschlossen sind. Dann gibt es Bundesstaaten, die fangen vorher schon an, die Early Votes zu zählen. Andere fangen damit erst an, wenn die Wahllokale geschlossen sind. All das kommt dazu, eben diese verschiedenen Methodiken innerhalb der Bundesstaaten. Hier sehen wir nochmal, gelb sind die Swing States, also die Staaten, die umkämpft sind. Insgesamt haben wir in den letzten Jahrzehnten ja nur 15
also etwa knapp ein Drittel aller Bundesstaaten gesehen, die überhaupt in den letzten Jahrzehnten mal geswitcht haben. Und dann ist jetzt die Frage, wann wissen wir Bescheid? Da gibt es Wettmärkte, die sagen, okay, größte Wahrscheinlichkeit ist der Tag nach der Wahl, also dass wir noch nicht am morgigen Mittwoch, sondern US-Zeit am Donnerstag erst ganz sicher sind. Es wird vorher wahrscheinlich eine Tendenz geben, aber da erst ganz sicher sind. Und die Märkte haben ja vorher sich gesagt, das könnte eine ganz heftige Nummer werden. Und wir haben hier gesehen zum Beispiel Put-Call-Ratio, buff, nach oben. Also institutionelle Player sind abgesichert. Wir sehen dann praktische Puts im Vergleich zu Calls auch bei VIX, also beim Volatilitätsbarometer. Wenn Unsicherheit in den Märkten ist, dann steigt normalerweise der VIX. Auch hier starke Callkäufe auf dem VIX. Also man rechnet, hat sich abgesichert auf einen steigenden VIX. Wir haben gesehen, Fear and Greed Index war im Bereich Furcht. Wir haben gesehen, dass der VIX so lange wie seit 2019 nicht mehr über seiner 200-Tageslinie handelt. Also eine gewisse Anxiety, wie die Sportsfreunde aus den USA sagen. Also eine gewisse Sorge, eine gewisse Angst, dass die Dinge da schief gehen könnten. Und das sehen wir auch zum Beispiel in der Volatilität am Markt für Anleihen, Treasury Volatility. Buff nach oben, Euro Overnight Volatility, also auch am Devisenmarkt, Anleihemarkt, Devisenmarkt zum Beispiel. Und rechts, was Sie hier sehen, die Schrift ist ein bisschen klein geraten, das ist die Yuan Overnight Implied Volatility, also auch die chinesische Währung, wie zum Beispiel eben auch die mexikanische Währung, wären besonders wahrscheinlich hier im Fokus, je nach Wahlergebnis. Insgesamt sehen wir aber, dass trotz dieser Absicherungsposition, die eine gewisse Sorge verraten hier, das Social Media Economic Sentiment ziemlich positiv ist. Da gibt es eigentlich gar keine Election für, und das wahrscheinlich deshalb, weil man sich sagt, naja, jedes Mal spätestens ab dem Wahltag geht es nach oben. So ist es meistens gewesen, und zwar durchschnittlich um 6,8% in den nächsten 6 Monaten. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die Märkte schon ein bisschen teuer sind. Kurzfristig übergeordnet ist das aufgrund der genialen KI natürlich total berechtigt. Also da könnte fünfmal noch sich verfünffachen und war immer noch billig wegen der KI und so, wissen Sie. Weil das ist ja der Gamechanger, der alles verändern tut. Und jetzt im zweiten Teil, meine Damen und Herren, der werde ich Ihnen zeigen, wer ganz sicher gewinnt. Und das ist natürlich immer sicher cool, wenn man weiß, wer sicher gewinnt. Also im zweiten Teil, ich packe Ihnen den zweiten Teil unter das Video und sage Servus, bis gleich, seien Sie dabei.